Was ist eigentlich Kapitaleinkommen und was heisst gerechte Besteuerung? Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Abstimmungskonkret über die 99%-Initiative der Jungsozialisten. Am 26. September entscheidet die Schweizer Stimmbevölkerung über die Volksinitiative Löhne entlasten und Kapital gerecht besteuern. Die Initiative will die stärker besteuern, die vor allem von den Einkünften aus ihrem Kapital leben. Also zum Beispiel von Dividenden oder Mietzins. Die Mehreinnahmen sollen dann umverteilt werden. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit meinen Gästen. Herzlich willkommen, Fabian Molina, Zürcher SP-Nationalrat. Er unterstützt die Initiative, weil sich das Arbeiten in der Schweiz lohnen soll und darum Einkommen aus Arbeit nicht soll höher besteuert werden als Kapitalgewinn. Und bei uns ist auch Martin Bäumle, Zürcher Nationalrat der GLP. Er lehnt die Initiative ab, weil sie nicht zielführend ist und das gut austarierte Steuersystem in der Schweiz aus den Bahnen werfen würde. Grüezi miteinander. Hallo. Herr Molina, die Initiative zielt auf die Vermögensungleichheit in der Schweiz ab. Haben wir denn da wirklich ein Problem? Ja, es hat jetzt gerade eine neue Erhebung gegeben, dass während der Corona-Krise 40% der Bevölkerung Geld verloren haben. Das sind vor allem die tiefen und mittleren Einkommen, die weniger Geld auf dem Konto haben nach eineinhalb Jahren Corona. Und gleichzeitig haben die 300 Reichsten ihr Vermögen um 5 Milliarden Franken können steigern. Und da sieht man, dass die Schere schon lange auseinandergeht, aber jetzt gerade während Corona noch grösser geworden ist. Und man muss wissen, dass wir in der Schweiz vor allem ein Problem haben bei der Vermögensungleichheit. Und da spielt natürlich die Kapitalgewinnung, die ein paar wenige machen, eine sehr grosse Rolle. Gibt es denn betreffend wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit aus Ihrer Sicht überhaupt einen Unterschied vom Einkommensfranken aus Kapital oder über aus Arbeit entsteht? Ja, grundsätzlich rein theoretisch natürlich nicht. Nur muss man aufpassen, dass unser Steuersystem ist sehr austariert. Und also wenn man jetzt einfach einseitig draufpackt, führt dann zu Doppelsteuerungen, Mehrfachbesteuerungen, gibt Fehlanreize, wo nachher am Schluss im Ende zu weniger Steuern wird führen. Also von dem her immer einen Teil rausgreifen, eine Gesamtsteuerrevision zu machen. Also wirklich mehr oder weniger den Bierdeckel neu anfangen und alles von der Vermögenssteuer über Kapitalsteuer, über die Einkommenssteuer, über die Ressourcensteuer neu anschauen. Da wäre ich offen, aber das bringen wir ja nicht her. Also wir laufen in eine Richtung ein bisschen steuern. Und unser Steuersystem ist sehr austariert und die Initiative versucht jetzt an einem Ort, ich sage es jetzt ein bisschen mit einer Neiddebatte, oben möglichst viel abzuschöpfen und denkt nicht daran, dass das nicht nur dort passiert, wo das Kapital dann mobil ist und verschwindet, sondern dass es auch weit im Mittelstand aber unter Umständen eben auch dazu führt, dass die Sparer sind, am Schluss die Gelackerten sind. Aber wieso braucht es denn überhaupt diese Umverteilung? Werden sich jetzt viele fragen, weil man kennt die Progression aus den Steuern heute schon. Also wer mehr verdient, zahlt auch mehr. Das langt nicht. Also erstens haben wir eine Progression vor allem bei den Arbeitseinkommen. Also Leute, die arbeiten oder von Renten leben, die haben eine gewisse Progression. Und zweitens ist die Progression eben heute nicht mehr so da, wie sie eigentlich sein sollte. Wenn man alles mit einrechnet, nämlich auch die Konsumbesteuerung, also die Mehrwertsteuer, die zusätzlichen Abgaben, zum Beispiel AHV, Arbeitslosenversicherung, aber auch Krankenkassenprämie, dann sehen wir, dass unterm Strich die Reichen und die, die weniger haben, etwa gleich viel zahlen. Und dann kommt dazu, dass wir eben bei den Kapitalgewinnen heute völligen Fehlanreiz haben, weil wir Kapitalgewinn, also Dividendengewinn, Leute, die irgendwelche Aktien haben und daraus Gewinn machen, tiefer besteuert als Leute, die zu 100% arbeiten. Und es kann mir doch niemand erklären, wieso eine Putzfrau ihren Lohn von 3.500 Franken zu 100% muss versteuern, aber Magdalena Martullo ihre Dividendengewinn nur zu 70%. Also ist es aber nicht auch ein bisschen unehrlich, Herr Molina, wenn Sie jetzt den Leuten sagen, Krankenkassenprämien sinken dann, wenn man das Kapital von denen, die dann müssten besteuert werden, also von denen sehr vermögenden Leuten, wenn man das jetzt extra noch mehr besteuert. Also das hat doch direkt mit meiner Krankenkassenprämie überhaupt nichts zu tun. Also die Initiative sagt klar, ab einem gewissen Freibetrag werden nachher Kapitaleinkommen höher besteuert und die Mehreinnahmen, die das generiert, die werden dazu genutzt, um real die Abgabenlast vom Mittelstand und von der unteren Einkommen
zu senken und um die soziale Wohlfahrt zu erhöhen. Das heisst konkret. Also ich glaube, Krankenkassenprämien wären etwas vom Ersten, wo man müsste angehen müsste. Wenn man die Leute fragt, was ihr grösstes Problem sind, dann sagen eine grosse Mehrheit der Leute, es ist Krankenkassenprämienlast. Viele Leute geben mehr als 10% von ihrem Einkommen für Krankenkassenprämien aus. Das ist eigentlich ein gesetzesunwidriger Zustand. Und da müssen wir schon lange etwas machen. Leider haben wir bis jetzt nie eine Mehrheit gehabt. Aber diese Initiative würde es uns eben erlauben, die Abgabenlast vom Kopf wieder auf die Füße stellen, sodass alle endlich einen fairen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Also es läuft ein bisschen darauf raus, Martin Bäumle, Geld arbeitet nicht, Menschen schon. Und trotzdem werden heute diejenigen, die für das Geld arbeiten, steuerlich benachteiligt gegenüber den anderen. Was natürlich überhaupt nicht stimmt, ist eine reine Polemik gewesen, weil der Grossteil der Dividenden, der Kapitaleinkünfte, der Mieteinkünfte, die jemand hat, werden voll besteuert, ganz normal. Die Ausnahme im Dividendenbereich ist tatsächlich, wenn jemand Eigentümer ist von mehr als 10% von einer Firma, dann hat er reduzierte Dividendenbesteuerung. Das hat einen ganz guten Grund, warum man das gemacht hat, verschiedene Gründe. Erstens sind das Leute, die in die Firmen sehr viele Jahre wahrscheinlich Geld investiert haben, sich nicht so hohe Löhne auszahlt. Also reden wir jetzt von kleinen Betrieben oder reden wir Da, reden wir von generell, da kann man von beiden reden. Der Kleinbetrieb, der KMUler, der hat sehr oft sehr lange gearbeitet, hat sich einen kleinen Lohn ausgezahlt. Und irgendwann, wenn die Firma mal gut läuft, sein Kapital schwer, hat es immer in der Firma gelassen, dann wird er sich das rausnehmen. Und dann kann er sich, weil er das schon versteuert hat als Gewinn, er hat schon mal versteuert, kann er es nachher reduziert besteuern. Und das Gleiche gilt auch für Frau Martullo Blocher. All die Gewinne, die Ems Chemie gemacht hat, sind schon mal versteuert worden. Und wenn sie jetzt Dividenden rausnimmt und das nachher zum reduzierten Satz besteuert, ist es auch noch quasi Doppelbesteuerung. Und ich finde es richtig, dass die Dividenden, die sind, zum Teil noch besteuert werden. Aber dass man einem Unternehmer sagt, er muss noch dann fast 150% Steuern drauf zahlen, das wird einfach unfair und führt nur zu einem. Nämlich, dass die sich überlegen, was das Kapital wie ich es optimieren, dass ich dem ausweichen kann. Es wird das Gegenteil passieren, wenn die Initiative angenommen wird. Man wird nämlich am Schluss weniger Steuereinnahmen haben. Es ist heute so, die grossen Firmen, die reichen Leute, auch wenn sie vielleicht zu viel Kapital haben, die zahlen extrem viel an unser Gemeinwesen an Steuern her. Weil unser Steuersystem ist eigentlich gut aufgebaut. Auch die Progression ist heute sehr gut aufgebaut. Also, wenn einer noch viel Erträge hat aus dem Kapital und er hat sonst ein Einkommen, geht das auf die oberste Progression, so bei der Bundessteuer als auch bei der Kantonssteuer. Also, das heisst, es ist heute schon so, dass wer viel verdient, ob es jetzt Arbeit oder Kapitaleinkommen oder Dividenden ist, zahlt im Schnitt sehr viel mehr Steuern als der, der nichts hat. Aber können wir schnell definieren, Herr Molina, was ist für Sie Kapitaleinkommen? Das ist ja nicht ganz klar definiert in dieser Initiative, das hat noch Spielraum. Aber was ist für Sie, wenn Sie von Kapitaleinkommen reden, was fällt da für Sie darunter? Kapitaleinkommen sind Einkommen von einer natürlichen Person, also nicht von einer Firma, die sie macht aus Kapitalgewinn, das heisst Dividenden, Mietzinseinnahmen, wenn sie irgendwo in Aktien investiert hat, das ist ein Kapitaleinkommen. Und der Martin Bäumle hat jetzt einfach da gerade Äpfel mit Birnen verglichen. Oder? Für die Firmen ändert sich gar nichts. Die haben heute schon irgendwie ihre Gewinnbesteuerung. Aber für die natürlichen Personen, die diese Firma besitzen oder mitbesitzen, für die würde sich etwas ändern. Oder eine Firma produziert etwas, macht einen Gewinn aus dem, mit dem zahlt sie Löhne. Die Leute, die Löhne bekommen, müssen die zu 100% versteuern. Wenn ich jetzt Mitbesitzer bin von einer Firma, dann kann ich mir das als Dividende auszahlen und tue das reduziert besteuern. Ich könnte mir das ja auch als Lohn auszahlen. Wieso mache ich das nicht? Weil ich nicht will, dass ich noch 100% Steuern zahlen muss, noch AHV-Abgaben zahlen. Und das ist quasi ein Steueroptimierungstrick, wo die Leute, wo das Geld nicht in der Firma lassen, sondern vor allem, wenn kurzfristig möglichst viel daran verdienen, das Gemeinwesen bescheissen. Und das kann es nicht sein, sondern das ist ein Fehlanreiz, auch volkswirtschaftlich. Oder? Es kann ja nicht sein, dass man nachher den Unternehmungen Geld entzieht, reduziert. Idealerweise würde man es ja dort reinlassen und wenn man etwas will daraus rausnehmen, über einen Freibetrag von 100'000 Franken. Oder? Da reden wir nur vom Gewinn. Nicht die 100'000 also, Franken sind ja nicht der totale Betrag. Die 100'000 Franken, die kommen immer wieder jetzt in dieser Diskussion.
Ich habe also nirgends irgendwo die 100'000 Franken gefunden, außer jetzt wird das laufend in so Interviews und in Zeitungsartikeln wird das kolportiert. Aber im Initiativtext stehen die 100'000 Franken nicht. Von wo kommen jetzt die? Also, die Initiative regelt den Grundsatz in der Verfassung, so wie sich das gehört. Nachher wird es ein Gesetz brauchen, es wird eine Verordnung brauchen. Aber der Grundsatz ist, dass Kapitaleinkommen ab einem gewissen Freibetrag, wo die User sagen sollen, zum Beispiel 100'000 Franken sein, wahrscheinlich wird es mehr sein, wenn ich mir das Parlament anschaue, über dem Freibetrag mit dem Faktor 1,5 besteuert werden. Und jetzt muss man sich einfach mal überlegen, was das konkret heisst. Wenn ich mir überlege, wie viel Franken Zins ich auf meinem Bankkonto habe am Ende des Jahres, dann sind das ein paar Franken, nicht mehr im jetzigen Zinsumfeld. Aber wenn ich 100'000 Franken erreichen möchte, müsste ich, wenn man 3,3% Zinsen oder so nehmen, mindestens 3 Millionen investiert haben. Und dass man auf dem Gewinn dann ein bisschen anständig Steuern zahlt, das ist, glaube ich, nicht als fair. Also, jetzt haben wir ganz viele Punkte gehabt, Martin Bäumler. Ich will zuerst noch auf den Punkt kommen, den Herr Molina vorher angesprochen hat, nämlich, dass KMU oder Betrieb eigentlich ein bisschen bescheissen, indem sie statt Lohn Dividenden rausziehen. Ganzen Haufen KMUler probieren so viel oder so lange als möglich das Geld in der Firma zu lassen, sind dann aber irgendwann gezwungen, allein schon zum Vermögensteuer zu zahlen, die Dividenden rauszunehmen. Also kann man da von einem, sagen wir mal, Bauerntrickli reden, dass KMU eigentlich bescheissen, indem sie statt Lohn Dividenden rausnehmen? Betrieb, Firmen. Es ist zumindest vorsichtig, weil die meisten KMUs ist eben genau das eine Möglichkeit. Also, Firmen, die schwer werden. Aber auch die Grossfirmen, nochmal. Eine grosse Firma nimmt das Kapital nicht einfach so raus. Sie lässt sehr oft sehr viel Kapital rein. Aber irgendwann ist klar, dass wenn eine Firma gut läuft, dann hat sie viel Gewinn versteuert, dann muss sie das Kapital eigentlich aus der Firma rausbringen, um es reinvestieren. Und dann ist eben die Dividende, die reduziert die Dividendenbesteuerung vom Eigentümer einen interessanten volkswirtschaftlichen Ansatz. Das Geld kommt aus der Firma raus, nicht voll besteuert, nicht noch überbesteuert, wie ihr es wollt, und geht in den Wirtschaftskreislauf hinein. Also das ist in dem Sinne ein positiver Effekt, und das hat man gesehen bei der Unternehmenssteuerreform 2. Das hat am Schluss einen Wachstumseffekt ausgelöst, und auch die Steuerreform 17 löst ganz klar Wachstumseffekt aus. Das sieht man jetzt schon. Es gibt keine grossen Steuereinbrüche bei den Firmen. Also es passiert tatsächlich, und das sind die grossen, das sind nicht die kleinen. Also von dem her, wenn man gezielt gewisse Entlastung macht, dann kann es als Steueroptimierung nennen, führt das dazu, dass an einem anderen Ort wieder investiert wird und wieder neues Wachstum generiert wird. Und das müssen wir im Auge behalten. Und ich versuche immer nur zu sehen, dass Einzelne sogenannt zu wenig Steuern zahlen und dass wir denen das abzocken und dann wollen das Geld unten verteilen. Und nochmal, wir verteilen im Sozialbereich sehr viel Geld, sehr hohe Kosten im Gesundheitswesen, im Sozialen. Dort müssen wir eher auf die Bremse gehen, dass wir uns überlegen müssen, was können wir uns langfristig leisten. Und im Gesundheitswesen immer die Krankenkassenprämie, sogenannte Verbilligung diskutiert, die müssen wir noch mehr subventionieren. Wir müssen unser hochkranken Gesundheitswesen, wo die Kosten explodieren, irgendwann besser kontrollieren in der Kostenexplosion. Wir können uns das nicht mehr ewig leisten. Man kann ja einfach immer sagen, also die heisst, oben ja, sollen es finanzieren. Also das heisst, das Problem ist da, die Krankenkassenprämien sind zu hoch und das Gesundheitswesen ist zu teuer, aber das wäre ein falscher Ansatz, ja, aber man tut dann, man tut eigentlich den Anreiz zu noch mehr Explosion nur noch verstärken und wer zahlt es? Also man will dann immer mehr holen und irgendwoher muss das Geld verdient werden. Und ich warne einfach davor, mit dieser Neiddebatte gegen Einzelne, generell in der Wirtschaft sagen, mit höheren Steuern und mit ein bisschen oben wegschöpfen, können wir unten verteilen. Es wird das Gegenteil passieren. Lassen wir unser Steuersystem so, es ist ein gerechtes System, es tut die mit den Vermögenden, die grossen Firmen deutlich mehr belasten. Das ist auch richtig so. Aber man muss die Balance muss man wirklich halten. Und die Schweiz ist international immer noch gut aufgestellt. Und das ist auch wichtig so, dass wir gut aufgestellt sind. Wir haben nicht so viel Rohstoff zum Verkaufen. Für uns sind gute Firmen und auch hier ansiedeln und da behalten, neben dem, natürlich wegen der Bildung und unserem guten Hochschulstandort, ein wichtiger Faktor. Also das war jetzt ein bisschen Hokus-Pokus-Ökonomie gewesen. Wir haben jetzt das 40 Jahre probiert, dass man die Steuern für das Kapital global gesenkt hat. Inzwischen sagt sogar ein internationaler Währungsfonds, man müsste es eigentlich wieder erhöhen, weil es eben volkswirtschaftlich sinnvoller ist. Ein Franken, den man als Lohn auszahlt, ist volkswirtschaftlich viel besser investiert, weil die Leute mehr im Portemonnaie haben, das wieder ausgeben, das tut die Wirtschaft in Gang bringen. Wenn aber ein Milliardär vergünstigen kann Kapital aus einer Firma nehmen
und dann noch ein bisschen mehr ein Milliardär ist, dann bringt das überhaupt gar niemandem etwas, außer dem selber. Und darum müsste man eben dafür sorgen, dass das Geld viel besser wieder in die Staatskasse oder in den Konsum geht, dass man den Anreiz, dass eben Arbeit teurer ist als Kapital, umkehrt. Aber also in welchen Ländern geht es jetzt gut? Den Ländern, die versuchen, möglichst viel Geld von den Reichen zu holen, oder die, die ein ausgewogenes Steuersystem haben? In der Schweiz geht es extrem gut. Nochmal, wenn du international, nicht mal national, wir haben eine nationale Initiative, wir reden nicht von international. International bin ich sogar einverstanden, dass gewisse Level wir müssen diskutieren, damit die Verschiebungen von Firmen und die Schlaumeiereien können reduziert werden. Das kann man nur im internationalen Konsens machen. Da laufen Bestrebungen, wo ich mich nicht dagegen wehre. Du bist für die 15% Mindest. Ich bin kritisch zum Mindest, ich bin der Meinung, dass man bandbreiter Moment. Ich bin offen für international harmonisierte Lösungen, die gewisse Grundbesteuerungen haben. Also ich halte fest, du bist dagegen, gegen die einzige reale Harmonisierung der Steuersysteme. Wir sind jetzt bei der 99%-Initiative. Nein, aber jetzt, Herr Molina, darf ich gleich nachfragen? Nicht immer polemisieren, bitte. Es tönt jetzt schon so, als wäre, außer ich verstehe sie ganz falsch, aber wenn ich die Wortwahl und Emotionen anschaue, als wäre Kapital etwas Schlechtes. Nein, es geht nicht um Kapital, das schlecht ist. Wir leben in einem System, wo es zwei Produktionsfaktoren gibt, um etwas herzustellen. Arbeit und Kapital. Und ohne Arbeit geht es nicht und ohne Kapital geht es logischerweise auch nicht. Aber was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, ist eine massive Umverteilung zu der Kapitalseite. Das heisst, man häschelt das Kapital, man schaut, dass die Geld besitzen, die quasi die Fabrik oder die Büros zur Verfügung stellen, viel mehr von der wirtschaftlichen Leistung profitieren, als die ihre Arbeit zur Verfügung stellen, die jeden Tag aufstehen und arbeiten. Und das ist einerseits ungerecht, weil wir eine zunehmende Ungleichheit haben, global, nicht nur in der Schweiz. Und andererseits ist es eben auch ein ökonomischer Blödsinn, weil gerade jetzt nach Corona in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation wäre es sinnvoll, dass die Leute, die von Lohn oder von Rente leben, ein bisschen mehr im Portemonnaie haben und auch wieder mehr ausgeben können. Martin Bäumle, Stichwort Verfassungsgrundsatz von der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Progression bei der Einkommensteuer und neu auch noch ein Faktor 1,5 auf dem Kapitaleinkommen, beißt sich das nicht? Natürlich würde sich es in der Verfassung, aber wenn der Verfassungsartikel angenommen wird, wird der neue Verfassungsartikel der andere Stück wieder übersteuern. Dann wäre das Volkswille, wäre es respektieren. Aber im Grundsatz ist das genau so. Es ist nicht mehr nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und Entschuldigung, wenn du nur polemisierst und mir unterstellst, ich will nichts machen international, mit dem kann man nicht argumentativ diskutieren. International machen wir jetzt, das streichen wir die 15%-Schicht. Aber die 100%... Noch einmal, ich habe es gesagt, wir haben in der Schweiz ein sehr gut austariertes Steuersystem. Und was ihr am Schluss macht, indirekt mit eurer Kapitaldiskussion den Sparer benachteiligt. Jetzt kannst du sagen, der Grosse ist gar kein Sparer. Aber wir haben in der Schweiz eine gute Tradition, dass die Leute auch selber etwas sparen. Gerade im Mittelstand haben es viele, die sich selber etwas ansparen, die eine kleine Firma haben, die sie irgendwann dann verkaufen, eure Jungen. Und dort würde euer System greifen und würde die strafen. Und würde eigentlich nur die belohnen, die möglichst nichts auf der Kante haben, die möglichst immer alles ausgeben. Also und das ist in dem Sinn der falsche Weg. Wie gesagt, aber auch das, es ist nicht schwarz-weiß. Ihr versucht immer schwarz-weiß also, machen. Sie haben vorher angesprochen, die Sozialkosten explodieren eigentlich und wir müssen ein bisschen schauen, was wir uns in Zukunft können leisten können. Sie sind Finanzvorstand in der viertgrössten Stadt in Dübendorf im Kanton Zürich. Was ist der Haupthorst von Ihren Steuereinnahmen? Von wo kommen die? Ja, vor allem von den Unternehmen. Und vom Mittelstand und von denen, die gute Einkommen zahlen. Das muss man klar zusammenhalten. Es ist also ein Lohnbestandteil, das ist ganz ein wesentlicher Faktor, und es sind die Firmen. Und es ist ein Zusammenspiel, weil die Firmen beschäftigen Leute, sie generieren Gewinn, und auf der anderen Seite beschäftigen sie Leute, die haben Löhne und die zahlen auf ihren Löhne Einkommen. Es ist austariert und gut, und auch diese Mischform ist gut. Wenn ich nur noch Einkommen habe von den Firmen, ist das ein Klumpenrisiko. Es gibt Gemeinden, die haben das, die leiden dann in der Corona-Krise. In Dübendorf haben wir eine gute, stabile Situation, die immer austariert ist. Da bin ich dankbar dafür, das ist nicht selbstverständlich. Aber die Austariertheit, die wollte ich auf keinen Fall gefährden. Die Initiative will ja die Firmen auch gar nicht mehr belasten. Es geht ja nicht um Firmen. Also mich in Dübendorf trifft es übrigens überhaupt nicht. Würde ich gerade klar sagen, wir haben keine so Leute, die wahrscheinlich da würden viel mehr Steuern zahlen oder weniger Steuern zahlen. Da muss ich klar sagen, es geht um das Gesamtsystem Schweiz, wo Juso eigentlich, ich sage es mal gut gemeint, sie will Geld umverteilen, aber sie tut es in eine Neiddebatte umgestellt. Und das stört mich, dass ihr eigentlich etwas, was ihr vielleicht gut meint,
wo aber nicht funktioniert, nachher immer anfangen auf Martulo Blocher und auf ein paar Milliardäre zielen, aber eigentlich treffen damit die zweite Säule, die dritte Säule, KMUs und den Mittelstand mit Vermögen. Auf das kommen wir noch. Ich habe noch einen anderen Ansatz, Herr Molina. 50% von der Bevölkerung zahlen keine direkte Bundessteuer. Jetzt können ja die Leute sich auch überlegen, ja okay, aber heute schon werden die von diesen Leuten gezahlt, die sehr viel Geld haben. Und von dem Vermögen oder von diesen Steuern, von diesen Steuereinnahmen profitieren wir ja dann alle, also auch die, die die direkten Bundessteuern nicht können zahlen. Also das Vermögen, das die Superreichen haben, wird von denen erarbeitet, die kein Vermögen haben. So ist ja, es eben volkswirtschaftlich Bundessteuern, richtig. Ja, ja, aber wer zahlt Bundessteuern? Sozialismus, wer zahlt? Nein, das ist aber Bundessteuern zahlen vor allem die vermögenden Leute, oder? Ja, natürlich. Das kann man sagen, 50% der Leute arbeiten zwar, aber haben so wenig Geld am Schluss im Portemonnaie, dass sie gar nicht unter Bundessteuer fallen. Das ist doch die eigentliche Ungerechtigkeit. Aber der Staat funktioniert ja eigentlich dann nur, weil dann die Reichen sehr viel mehr zahlen, oder? Ja, aber die Reichen sind nur reich, weil die Armen arbeiten. Sonst würde es nicht funktionieren. Ja, es braucht beide Produktionsfaktoren, das können wir nicht wegdiskutieren. Die Frage ist jetzt, welche Anreize wollen wir setzen? Und ich glaube, der Anreiz, dass wir mehr Geld aus dem Kapital haben und dafür die Arbeit vergünstigen, ist eigentlich eine produktivere Wirtschaftsform. Jetzt wollte ich noch etwas zum Mittelstand sagen. Also, welcher Mittelständler genau 3 Millionen Franken erspart hat, dass er dann auf einen Klapp 100'000 Franken Gewinn sich auszahlen kann, den möchte ich dann noch sehen. Also das ist einfach kein Mittelstand. Ja, aber ich meine, es gibt auch den Mittelständler, der vielleicht nicht nur auf der Bank sein Geld hat, sondern selber ein paar Aktien hat. Ich sage jetzt nicht, ein Grossanleger ist, aber dann vielleicht ein bisschen mehr erwirtschaftet mit seinem Vermögen über seine ganze Arbeit. Ja, nein, das kommt dann darauf an. Da sind wir wieder bei diesen 100'000 Franken. Von wo, die sind ja nicht drin, Martin Bäumler. Nein, die 100'000 Franken. Also das Beste der Initiative ist, dass sie so unklar ist, dass niemand weiß, wie man sie umsetzen soll. Also das Parlament und es wird kaum so umgesetzt, wie dann die User im Parlament beantragt. Aber es ist natürlich klar, was in der Abstimmung jetzt kommt und was gesagt wird, wird dann als Richtschnur genommen. Das ist die Meinung. Also die Meinung der Initiante ist die 100'000. Aber am Schluss setzt das Parlament um. Und das Parlament hat in den letzten Jahren auch schon bewiesen, dass sie Initiativen sehr frei interpretieren kann, wenn sie sie umsetzt. Das ist so. Das ist das Einzige, wo ich darum auch nicht ganz so Angst habe, wenn ich ehrlich bin. Darum dramatisiere ich nicht. Ich tue nie dramatisieren bei Verhassungsinitiativen. Aber das, was die USO will, also im Geiste, ist meiner Ansicht nach brandgefährlich. Und es ist, wie gesagt, es ist eine Art immer die Neiddebatte. Also nochmal, wenn wir eine richtige Besteuerung machen wollen, müssen wir eine Ressourcenbesteuerung machen. Und das haben wir einmal probiert, als Grünliberale. Da haben wir mal die SP mitgemacht mit der Mehrwertsteuer. Dort wäre der Ansatz, dass wir dort, wo die Belastungen sind, wo wir eigentlich sollten, herren, nämlich Richtung Klimaneutralität, Ressourcen besteuern, so die Arbeit. Das wäre ein Ziel für einen Ansatz. Aber das ist nicht mehrheitsfähig. Das wäre unsozial und darum hat die Bevölkerung das mit über 90% abgelehnt. Wunderbar. Genau. Also der Herr Molina bekämpft also mit anderen Worten Ressourcensteuern, weil sie asozial sind, aber weil der Reiche das Geld aus der Tasche zieht und immer Einzelbeispiele nehmen. Aber eigentlich straft er damit KMUs, Mittelstand, genau. Zweite also, Säule, dritte Säule. Wir, Herr Molina, schauen wir das KMU doch nochmal an. Also, bei vielen ist es ja auch so, dass wenn das entweder verkauft oder übergeht an die nächste Generation, braucht der Unternehmer, der es verkauft, das Geld aus dem Erlös ja eigentlich für seinen Ruhestand. Mhm. Also so ist es gedacht. Und je nachdem, wie viel Wert die Firma hat, wenn wir jetzt bei den 100'000 Franken sind, müsste er ja dann den Erlös, den er hat, mehr besteuern. Ist das dann mitunter auch ein Teil und ein Sinn von dieser Initiative? Also erstens zwingt niemand einen Unternehmer auf einen Klapp sich alles auszuzahlen. Ja, wenn sie etwas verkaufen, vielleicht dann schon. Oder? Das ist ja dann nicht eine Pensionskasse oder eine dritte Säule. Ein Verkauf ist ja etwas anderes als ein Kapitalgewinn. Der Kapitalgewinn ist der Zins, den sie überkommen, auf einem Franken, den sie investiert haben. Natürlich, oder? Zum Beispiel. Ja, aber das ist, dort haben wir ja quasi den Handwechsel. Das ist dann wieder etwas anderes. Oder? Wir haben das an der Börse. Heute ist das die Stempelsteuer, wo jetzt die bürgerliche Mehrheit auch will, Teil abschaffen. Aber das betrifft es nicht. Es geht darum, dass wenn ich Geld irgendwo angelegt habe, sei es in Aktien oder indem ich ein Unternehmen besitze, und ich komme auf dem einen Zins über einen Gewinn, dann muss ich den Teil, der über 100'000 Franken, oder sagen wir, dann sind 200'000 Franken, wenn der Martin Bäumler das nicht will, richtig umsetzen im Parlament, muss ich höher besteuern. Das heisst, 100'000 Franken besteuere ich wie jetzt zu 70%. Und der Teil drüber, also
wenn ich 200'000 Franken Gewinn mache, was dann irgendwie 6 Millionen Franken Investment wäre, wo man nur beim schwachen Zins auf dem Sparbüchli hat. Aber dann muss man sagen, da müssen wir Kapitalverlust auch dürfen abziehen, wie man Gewinnverlustrechte bei einer Firma macht und dann auch die auch mit einem überhöhten Satz. Dort machen wir auch nicht Hand. Ich will auf der einen Seite, wenn einer fleissig ist, etwas erreicht und einen Gewinn macht, dann werden wir ihn schlöpfen. Aber wenn er in die andere Richtung geht, dann soll er es selber tragen. Ihr werdet das Unternehmertum mit dem abwürgen, weil das Risiko vom Unternehmer oder von dem, der investiert oder wo in eine Liegenschaft investiert, hat immer Risiken. Also und wenn man nur den Gewinn abschöpft, aber wenn er Verlust macht, nicht ins Umfeld. Das Zweite, man müsste dann Vermögenssteuer müsste man konsequenterweise auch abschaffen. Das ist sonst eine Doppel- und Dreifachbesteuerung vom gleichen Geld. Das wollt ihr auch nicht. Und darum sage ich, während den Anfängen, wenn wir nicht eine grundsätzliche Debatte für das Steuersystem, wo wir sagen, wir tun es neu austarieren, wir wollen mehr auf Kapitalgewinn gehen und weniger auf Vermögen, dann muss man, könnte man das offen diskutieren. Aber das wollt ihr nicht. Ihr wollt einfach ein neues Element. Wir wollen mehr Kapital und weniger aus Arbeit. Aber Sie können doch jetzt, Herr Molino, nicht wirklich sagen, dass alle Leute, die sehr vermögend sind, einfach nichts machen und nein, nicht arbeiten. Das sage ich haben Sie jetzt aber gerade gesagt, nein, die arbeiten ja auch nicht. Nein, ich sage, der das Kapital hat, ist das doch nicht zwingend der Fleissige, sondern der Fleissige ist der, der schafft. Ich sage nicht, dass es Kapital nicht braucht. Es gibt natürlich auch die, die sagen, Moment. Wie viel also haben wir geschafft. Moment, einmal aufpassen. Das ist jetzt purer Sozialdemismus. Ja. Also warum wird jemand kapitalkräftig? Vielleicht, weil er sehr innovativ und sehr fleissig ist. Also ich kann also nicht, das müssen wir fair das ist so, das ist ein anderes Thema. Aber ja, die meisten haben eigentlich sich etwas aufgebaut. Ich kenne Unternehmer, die wirklich, die haben 24 Stunden, mehrere Jahre ihr Leben geopfert zum Arbeiten und haben nachher Glück gehabt, sind irgendwann zu ein reich geworden, haben eine gute Firma, die läuft. Und jetzt will man denen, die fleissig sind, innovativ sind, das Geld wegnehmen. Um denen geben, die arbeiten und eigentlich sehr wenig Steuern zahlen, bis keine, und auch in allen Bereichen unterstützt werden, was ich richtig finde. Aber die werden schon von denen gezahlt. Jetzt werden sie es nochmal wegnehmen und nochmal wegnehmen. Und das geht einfach zu weit und das wird eben zur Mobilität, zum Unterdrücken des Kapitals, es geht einfach weg. Und darum nochmal ein Stichwort, wenn wir Lösungen finden wollen, international kann man diskutieren, aber nicht Sozialismusideen, sondern pragmatische Möglichkeiten im internationalen Umfeld. Bleiben wir in der Schweiz. Wenn man mit dem Sozialismus-Argument hinführen muss, dann gehen einem glaub, langsam ein bisschen die Argumente aus. Es geht nicht um den Sozialismus, es geht um die Einführung von einer gerechteren Besteuerung auf Kapitaleinkommen und auf die Korrektur eines Fehlanreizes. Da muss ich Sie schon ein bisschen korrigieren. So wie Sie es vorher formuliert haben, hat man schon das Gefühl, dass die Idee da ist, die, die viel Geld haben, die machen ja nichts dafür. Nein, aber Frau Steinmann, es geht um die Grundlage. Ich tue es gerne noch mal erklären. Es geht um die Grundlage von unserer marktwirtschaftlichen System. Das lernen Sie so an der Universität. Es gibt zwei Produktionsfaktoren, Kapital und Arbeit. Das heisst, jemand, der quasi vereinfacht gesprochen Fabrik zur Verfügung stellt und die anderen, die die Arbeit zur Verfügung stellen. Und was jetzt ich sage, ist, die arbeiten, die sollen nicht mehr die Dummen sein und mehr Steuern müssen zahlen als die, die die Fabrik zur Verfügung stellen, sondern es soll wieso umgekehrt die oder zumindest. Nicht? Die arbeiten doch, nicht. Die arbeiten auch, aber die zahlen ja weniger Steuern für das gleiche Arbeiten. Die sind reicher und zahlen noch weniger Steuern. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht wahr. Also, das verstehe ja ich nicht. Viel mehr Steuern und sie tragen ein erhöhtes Risiko. Und das muss man auch mal immer sagen. Nein. Also jeder, der wie du das Gefühl hat, er habe zu wenig Einkommen, müsste viel Steuern zahlen, kann Unternehmerrisiken eingehen, kann viel verlieren dabei und er kann gewinnen. Und wenn er das einmal geschafft hat, dass man dann sagt, du schaffst ja gar nicht, du lässt nur das Geld für dich arbeiten. Fast jeder von denen hat müssen, und übrigens auch die Firmen erben, wenn sie es nicht gut machen, sind sie relativ schnell weg vom Fenster, die bauen meistens auf und weiter an diesen KMUs, auch an grossen Firmen. Um und das ist am Schluss ein Wert für unsere Volkswirtschaft, dass doch, man eigentlich schon auch. Das macht. Schon und in auch. Dem Sinn, nochmal, es ist nicht so, dass jetzt quasi das Kapital nicht besteuert wird heute, dass die Reichen nicht besteuert werden genügend. Im Gegenteil, die zahlen sehr viel. Das ist, kann man statistisch alles nachweisen. Jetzt kann man diskutieren, ist das ein Mühe noch zu wenig oder zu viel? Aber was ihr wollt, 50% mehr auf diesen höheren Kapitaleinkünften, ist schlicht Wucher. Also, erstens hättest du die Möglichkeit gehabt, wie übrigens die ganz bürgerliche Seite im Parlament, einen Gegenvorschlag vorzuschlagen zu dieser Initiative. Die SP hat das gemacht, ist abgelehnt worden. Besteht offensichtlich kein Bedarf, diesen Fehlanreiz
zu korrigieren. Zweitens, natürlich wird Kapital heute tiefer besteuert. Es wird nur zu 70% besteuert, Arbeit 100%. Zusätzlich zahlen die Leute, die arbeiten, auch noch AHV-Beiträge, Arbeitslosenversicherung, Mehrwertsteuer, Krankenkasse. Aber die akzeptieren sie nicht die Doppelbesteuerung, die sie vorher angesprochen haben. Dass es zuerst einmal in der Firma wird besteuert, nachher nehmen wir es aus und dann wird es nochmal besteuert. Ja, aber dann können sie auch sagen, als Angestellter bin ich doppelt besteuert. Weil? Es gibt die Firma, die wird an sich als Firma, als juristische Person besteuert. Dann zahlt sie Lohn, dann zahlt sie Lohn, dann werden sie als mit Lohn nochmal besteuert, und zwar siebenfach, oder? Dann zahlen sie noch Abgaben dazu, und der, der es rausnimmt, der kommt weniger Steuer, muss weniger Steuern zahlen auf seinem Gewinn. Also das mit dieser Doppelbesteuerung ist schwierig. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich bin nicht Ökonom, aber ich muss ganz ehrlich sein, also der Lohnempfänger kommt einen Wert über für seine Arbeit. Jetzt kann man sagen, er hat vielleicht an gewissen Orten zu tiefe Löhne, da kann man diskutieren, ob man an gewissen Orten unanständig ist. Und die zahlen fast keine Steuern oder Steuern, die angemessen sind. Aber eigentlich ist das recht gut. Und sie zahlen noch Abgaben. Und die Abgaben kommen ja ihnen wieder zu gut. Nämlich AHV zahlt der Arbeitgeber einen grösseren Teil, die Pensionskassen auch. Das Geld geht wieder auf die Konten. Und dort ist wiederum so, die wenig verdienen, kommen später mehr AHV über im Schnitt, als sie einzahlen. Und die höhere Löhne haben, auch die Reichen, zahlen deutlich mehr ein, als sie je überkommen. Was ich einfach wollte sagen, das Argument von der Doppelbesteuerung ist ein bisschen absurd. Weil die Firma wird besteuert und der Dividenden bekommt, wird besteuert. Das sind zwei. Das ist manchmal das Gleiche. Aber aus einem Grund haben wir in der Schweiz die juristische Person. Weil das Risiko für den Unternehmer reduziert. Er ist zum Beispiel nicht haftbar, wenn er Konkurs geht, als natürliche Person. Sondern nur als Unternehmer. Aufpassen, aufpassen. Wenn jemand nicht Anteilseigner von einer grösseren Grösse ist, heute schon seine Erträge zu 100% besteuert. Du bringst immer ein bisschen Bier und Wecken miteinander. Also erst wenn er qualifiziert, wenn er einfach Aktien hat, dann sollte er die Dividenden muss er versteuern. Zu wenn 100%. Er aber qualifiziert, normal. Ja. Wenn er aber, und zwar auf der höchsten Progression, wenn er ein bisschen Geld hat, das tut dann verdammt weh. Oder Mieteinnahmen. Wenn er aber 10% Anteilseigner, das heisst, er ist eine Art Patronteil, er ist ein Teil von dieser Firma, dann wird es reduziert. Aber dann erst zahlt dann. Er, genau, erst dann. Mhm. Aber dort hat er eben als Firmeneigner, ist er ja einer von denen, der die Steuern schon mal gezahlt hat, der das finanziert und der sich vielleicht nicht den Lohn genommen hat, den er hätte können, weil er das Kapital in der Firma hat. Und nachher kann er das, weil es schon mal versteuert war, reduziert besteuert rausnehmen und kann es wieder reinvestieren. Und genau dieser Kreislauf ist eigentlich sinnvoll. Und diese Doppelbesteuerung haben wir heute, aber sie wird gemildert durch die Dividendenbesteuerungsreduktion, wenn du qualifiziert beteiligt bist. Aber wenn du noch mal einfach du und ich Aktien haben. Und, also gut, wenn wir jetzt viel Geld hätten und das würden investieren und einfach Aktien kaufen und Glück hätten und würden reich werden mit diesen Aktien. Also jetzt kommt der Kapitalgewinn. Aber der ist nicht besteuert. Das ist richtig und das wollen sie schon lange. Aber der Kapitalverlust, wie viel haben die Aktien schon massiv Geld verloren oder mit Liegenschaften? Du kannst immer, das ist Risiko. Und dort kann man diskutieren. Das eine, das belastet, muss man aber auch Abzüge machen können. Aber auch dort, das ist eine Diskussion, die ganz anders ist. Und da geht es euch nicht. Es ist wiederum das Gleiche, das ist ein anderes Thema, das haben wir auch schon probiert. Ein anderes Thema, reden wir heute also nicht. Also Kapitalgewinn, wenn ich jetzt Glück habe und viel verdiene mit ein paar Aktien, um den geht es überhaupt nicht. Nein, den geht es gar nicht in der Initiative. Weil das ist nicht doch, ganz klar. Um den geht es. Wenn Sie Aktien, das Aktienportfolio haben, als Privatperson, ja. Dann machen Sie Gewinn, dann geht es. Jetzt Glück gehabt. Oder ich habe jetzt, Glück gehabt, das ist doch Kapitalgewinn. Jetzt kommt wieder das unpräzise der Initiative. Das ist das, was wir auch diskutiert haben bei uns. Was meinen Sie überhaupt? Was ist alles drin? Nein. Oder? Weil das heisst ja bei Pensionskassen, die ja das auch machen, die leben ja von dem, dass dann die plötzlich massive Steuern zahlen müssen. Also es wird sehr, sehr kompliziert in der Umsetzung. Entweder machen wir es dann keep it simple and stupid und dann wird dann das nicht so schlimm rauskommen oder wir würden es konsequent machen. Aber dann ist es wirklich ein Schaden für den Wirtschaftsstandort. Ganz also klar. Es hat einen einseitigen Initiativtext mal gegeben in der Ursprungsphase. Dann hat man gesagt, wenn man das in die Verfassung, wenn man den in die Verfassung Nein, schreiben, also, dann kommen sie und ja. sagen, das ist viel zu kompliziert. Genau, also machen wir den Grundsatz. Wir ich glaube, das Parlament drei Sachen haben wir. Also es ist nicht eine Seite. Es ist ganz Nein, jetzt nicht. Ding, das ist, jetzt ist es ja. ganz reduziert, so Gut. wie es sich gehört. Grundsatz. Gut, also ich will noch einen Grund machen. Sie haben Pensionskassen angesprochen. Wenn jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer das Gefühl haben, hey, jetzt habe ich ein Leben lang gekrampft quasi, habe ein schönes Pensionskassen Guthaben mir können erarbeiten, habe vielleicht auch können so ein bisschen etwas auf die Seite tun für Säule 3a.
Und jetzt, wenn ich dann das beziehe, dann muss ich das noch mehr versteuern. Also das wäre dann genau die falsche getroffen. Das sind nämlich die, die ein Leben lang so gekrüppelt haben, ja, und dann könnten profitieren. Und dann müssten sie ja einfach mal theoretisch denken, eine Pensionskasse und ein 3a-Säulenkonto haben von 3 bis 4 Millionen. Dass sie darunter fallen. Also das heisst, ja, wenn ich jetzt Kapital nicht Rente mache, sondern Kapital beziehe, genau, würde das ab der Schwelle, die dann zu bestimmen wäre, darunter fallen aber? Es würde dann darunter fallen, wobei ich eigentlich zu 100% sicher bin, dass man im Parlament sicher nicht die Kleinsparer tüpfen würde. Also erstens, ich kenne wenige Leute, die ein Pensionskassenvermögen von über 100'000 Franken haben. Also selbst wenn sie voll arbeiten, das ganze Leben, da müssten sie ja einen Lohn haben von ja, einer Viertelmillion, einen rechten Lohn. Wo auch schon recht besteuert worden wäre, als Einkommen? Der wäre als Einkommen besteuert worden, ja. Aber sonst, aber den zahlen sie ja heute, wenn sie die Pensionskasse beziehen. Also da ändert sich gar nichts, wenn sie unter dem Betrag sind. Also, es ist gut, dass er jetzt mal gesagt hat, da würde dann das Parlament schon den Fehler korrigieren. Aber es ist kein Fehler. Doch, wenn man es konsequent nehmen würde, und ich muss sagen, ich bin nicht der Ökonom, aber wenn man wirklich was gemeint ist, was im Text steht, würde das belastet werden und das würde am falschen Ort ansetzen. Aber das sage ich auch. Wenn die Initiative angenommen würde, hoffentlich nicht, würde man dort Korrekturmechanismen einbauen und sagen, das ist hoffentlich nicht der Wille von den Initianten. Da müssen wir Lösungen finden, dass dort nicht viel passiert. Aber es ist ja schon so, was der Herr Molina gesagt hat, wenn es komplex ist und es zu fest tariert ist im Initiativtext, dann wird es auch kritisiert, kann man nicht umsetzen oder kann nicht angepasst werden. Jetzt, aber da muss ich jetzt schon sagen, als Stimmbürgerin oder als Stimmbürger, also für was genau man abstimmt, das hat schon sehr viele Fragezeichen. Also es ist Begrifflichkeit, die nicht ganz klar ist. Dann die Schwelle, wo man nicht reingetan hat oder nicht einmal ansatzweise reingetan hat. Also es ist schon auch schwierig, dass man jetzt den Leuten einfach mal etwas herwirft und dann sagt, das Parlament macht es dann schon. Ist das nicht eigentlich, also das ist ja nicht das Ziel von einer Initiative. Das Ziel der Initiativen ist, die Grundsatzfrage zu beantworten. Ist man der Meinung, dass man den Fehlanreiz, dass man heute Arbeit und vor allem oder, je tiefer der Lohn ist, anteilsmäßig, desto höher über die Abgaben belastet? Oder soll man das Kapital stärker belasten? Der Grundsatz, der wenn wir in die Verfassung schreiben, und ich glaube, der Grundsatz ist auch nach dieser Diskussion jetzt sehr klar, dass das natürlich nachher in unserem Wirtschaftssystem, das sehr komplex ist, wo es heute schon sehr viele Regeln gibt und wo auch sehr viel beschissen wird, dass das nachher in der Umsetzung eine gewisse Arbeit ist, das ist klar. Aber für das ist das Parlament auch da, für das geht man alle vier Jahre wählen. Ich bin im Grundsatz nicht einverstanden. Ich bin eher der Meinung, es ist umgekehrt. Also, es ist heute schon so, dass die sehr tiefen Löhne massiv entlastet sind, recht subventioniert sind und der Anreiz zum Teil zu mehr Leistung bringen, zu wenig gross ist. Wir haben oben vielleicht noch, das ist es eigentlich gut austariert, die zahlen gut Steuern und bleiben in der Schweiz. Wo wir ein Problem bekommen, ist in einem Mittelstand, der gerade immer so nichts überkommt, aber doch noch recht zahlen muss. Und dort bringt aber die Initiative genau gar nichts, überhaupt nichts, weil die werden am Schluss nicht entlastet, weil die gehen immer noch weiter. Aber dort müssen wir uns auch Mechanismen überlegen, dass der Mittelstand, der irgendwo, ich sage jetzt halt 100 bis 200'000 verdient, dass die nicht immer die Dummen sind. Und das ist heute das Problem. Aber Martin Boy, noch ein Satz zu dieser losen, sehr los formulierten Initiative. Also, Sie sind manchmal auch ein Gegner gewesen, wenn zu viel reingepackt wurde, ist nicht umsetzbar. Jetzt haben wir sehr einen losen Text. Jetzt zeigt man, was stimmen wir überhaupt ab? Also, was ist jetzt richtig oder falsch? Also, man hätte es präziser formulieren können, aber ich wollte nicht an dem Text diskutieren, weil die Inhaltsziele haben sie definiert, über das stimmen wir ab, da bin ich ganz anderer Meinung. Und sollte es wieder erwarten angenommen werden, werden wir eine Lösung finden, wie wir den Volkswillen versuchen umzusetzen. Es ist natürlich schwieriger, je vager es formuliert ist, aber es ist klar, wenn sie es konkret gemacht hätten, hätten wir gesagt, ja, die 100'000 haben reingeschrieben, darum ist es nicht machbar, ist viel zu tief, wir haben das genau definiert. Also dort haben die Initianten, das muss ich für Initianten immer in Schutz nehmen, weil das sind meistens Leute, die versuchen, etwas zu machen, was sie im Geist haben und versuchen es umzusetzen. Das wäre ein falsches Argument gegen die Initiative, jetzt das ihnen zu fest um die Ohren zu schlagen. Es ist inhaltlich genug Argumente, dass wir nicht diskutieren, ob es ausformuliert oder nicht ausformuliert. Ein Schlusssatz von euch beiden zu der gleichen Frage. Wir haben die Solidarität zwischen Reich und Arm. Wir kennen die auch im Finanzausgleich zwischen den Kantonen und den Gemeinden. Inwieweit, sagen Sie, lässt sich der weiter strapazieren? Ich glaube, er ist
jetzt schon viel zu fest strapaziert. Die Solidarität der Armen mit den Reichen ist so gross, dass es jetzt eine Korrektur braucht, um die Schere wieder ein bisschen zusammenzubringen. Martin Bäumle? Also die Schere ist nicht auseinandergegangen und ich sehe es genau umgekehrt. Man muss aufpassen, man müsste eigentlich eher in die andere Richtung gehen, aber das will ich auch nicht, weil das politisch auch umstritten ist, wenn wir jetzt Entlastungen machen. Wir müssen auch, wenn wir Steuerentlastungen machen, immer sehr austariert schauen, wer profitiert am meisten davon. Und dort müssen wir schauen, bei Steuerentlastung, dass der Mittelstand mehr Vorteil hat und nicht oben und unten primär entlastet wird. Also beide sagen, die Solidarität ist strapaziert, aber nicht in die gleiche Richtung. So ist es. Also lassen wir das hier stehen. Ganz herzlichen Dank, Fabian Molina, Martin Bäumle. Das war das Abstimmungskonkret über die 99%-Initiative. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, diskutiert haben die beiden Zürcher Nationalräte, Fabian Molina von der SP und Martin Bäumle von der GLP. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Jetzt dann gerade TVZ aktuell. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander.